Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euch liebender Love Giant. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Nachdem wir erfolgreich Rayman Origins abgeschlossen haben, ist wieder ein bisschen Platz geworden auf meinem Channel und ich habe mir überlegt, eventuell Rayman Legends könnten wir eventuell anfangen, aber dann ist es mir wie Schuppen aus selbigen gefallen. Und zwar habe ich ja vor nicht allzu, doch mittlerweile schon ein bisschen längerer Zeit, Spyro, die Reignited Trilogy, komplett durchgespielt, die ja ebenfalls auf Steam dann nach einer Zeit available war. Und wir haben damit Spyro 1, 2 und 3 abgeschlossen, mein absolutes Lieblings-Jump'n'Run of all time. Spyro, die ganze komplette Spyro-Trilogie. Und selbiges, also ist komplett, die Levels sind alle das gleiche, wurde natürlich ein bisschen gepolished, Grafik ist viel besser geworden. Ansonsten ist relativ alles gleich geblieben. Und selbiges wurde ebenfalls auch für Crash Bandicoot gemacht, der ja auch, nachdem er die PS1 verlassen hat, okay, das erste Game für die PS2, ich glaube Wrath of Cortex hieß es, bin mir nicht ganz sicher, ich schaue gerade nach den Titeln, aber ich glaube es war Wrath of Cortex, war ganz okay, mal abgesehen von den 80 Stunden Ladezeiten zwischen Overworld und Level für die PS2 zumindest. Wurde in der Xbox-Fassung dann ein bisschen gekürzt, zum Glück. Aber dennoch war es halt nicht so perfekt wie die PS1-Teile. Nachdem dann ein bisschen Zeit verstrichen ist und Crash Bandicoot ein ähnliches Schicksal erwartet hat wie Spyro, nämlich dass die Games absolut grottenschlecht waren, haben sich die Entwickler Vicarious Visions Iron Galaxy gedacht, ey, wir holen uns die Lizenz und machen ein HD-Remake, genauso wie das eben letzten, oder ein HD-Remaster besser gesagt, genau wie das bei Spyro eben der Fall ist, bringen wir das raus und genau dem stellen wir uns jetzt. Der Crash Bandicoot in Insane Trilogy. Mit enthalten sind Crash Bandicoot 1, 2 und 3, wie angesprochen, mit genau derselben, anscheinend, genau derselben Steuerung. Ein bisschen was wurde verändert, logischerweise, und natürlich die Grafik ist auf heutige Standards hoch gepusht worden. Das heißt, das Ganze ist in Clear HD Resolution. Allerdings schauen wir mal kurz in der Steam Store Page vorbei und schauen mal, ob es genauso gut ist oder ob es genau anknüpfen kann an den Erfolg, den die Spyro Reignited Trilogy geschaffen hat. Your favorite Marsupial Crash Bandicoot is back. He's enhanced, entranced and ready to dance with the Insane Trilogy. Relive all your favorite moments in Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back and Crash Bandicoot 3 Warped. 1 und 3 sind die einzigen Crash Bandicoot Teile, die ich jemals besessen habe übrigens. Now in fully remastered graphical glory. Wurde released am 29. Juni 2018, also hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ich glaube mal ungefähr zum selben Zeitpunkt wie die Spyro Reignited Trilogy. Publisher ist Activision und wurde entwickelt von Vicarious Visions Iron Galaxy. Natürlich im, das Original wurde entwickelt von Naughty Dog, die dann, was haben die gemacht für die PS3 dann? Und mit der PS3 ging es dann weiter, oder ab der PS2 ging es weiter mit, nicht, irgendwie habe ich gerade Alan Wake im Kopf, nee. Ich weiß, mit was es weiterging und dass die ziemlich gut waren. Aber mir ist der Name gerade entfallen. Aber zumindest Naughty Dog nach wie vor auf jeden Fall noch ein großer Renner. Das Game habe ich schon mal ein bisschen angezockt, also das passt wunderbar. So, schauen wir mal. Crash Bandicoot Insane Trilogy Stormy Ascent Level. Experience the notorious Stormy Ascent Level from the original Crash Bandicoot game. Previously unfinished and unreleased, this level will challenge even the most hardcore of Crash fans. Do you have what it takes to tackle the fast retracing steps, vile throwing lab assistants, flying birds, moving platforms and iron spikes? Definitiv nicht. Es gibt eine Folge unspielbar von den Rocket Beans dazu auf dem Game 2 Channel, in dem, ich weiß gerade nicht wer es war, aber einer von den Beans durfte dieses Stormy Ascent Level spielen und ich glaube er hat 20 Stunden wirklich oder so gebraucht, ich weiß nicht genau wie viel, aber so zwischen 10 und 20 Stunden hat er gebraucht, um dieses Level zu meistern. Und es wurde im Original Crash Bandicoot Game rausgenommen, man kann es mit einem Cheatcode irgendwie erreichen, allerdings ist es ziemlich verbuggt. Und es wurde rausgenommen und dann dafür wurde irgendein anderes Level dafür reingenommen, weil das Level viel zu schwer war. Aber für die HD Remaster Version hat sich Vicarious Visions gedacht, okay, hauen wir das Game nochmal mit rein, diejenigen die es machen wollen können es machen, zählt aber anscheinend nicht für den Completion Bonus immerhin.
Crash Bandicoot N10 Trilogy Future Tense Level. Play the first ever new level build for the original trilogy's gameplay in almost 20 years, drawing inspiration from the cut waterfall level from the first Crash Bandicoot game. Future Tense features several puzzles from the original level set in the futuristic setting from Crash Bandicoot 3 Warped. Discover a whole new level of difficulty for Crash Bandicoot N10 Trilogy as you dodge rockets, destroy robots, and leaps lasers. Ja, while ascending a massive futuristic skyscraper. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Wie gesagt, wir haben drei Games hier mit verpackt. Eine Sache allerdings muss man dazu noch sagen, bevor wir hier mit dem Gameplay beginnen. Und zwar, das Game, alle drei Games, um genau zu sein, gelten als extrem schwer. Wir haben in Rayman Origins natürlich gesehen, dass ich da einiges auch geschnitten habe, gerade gegen Ende. Weil da die Level extrem schwer wurden, beziehungsweise das allerletzte Level, das Secret Level, das wir gespielt haben. Ich werde das Ganze ohne Facecam machen, weil ich glaube, das Game braucht nicht wirklich Facecam, weil genügend auf dem Screen passiert. Ich bin in Plattformen ganz okay, nur in Crash Bandicoot war ich noch nie so gut, deswegen erwarteten keine MLG Master Series von meiner Wenigkeit. Wir werden versuchen, unterstreiche das Versuchen, damit mir das keiner anhängen kann, jedes Game, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, zu 100% durchzuspielen. Dazu gehören ebenfalls die Time Trials und ich bereue es jetzt schon, das gesagt zu haben. Im ersten Crash Bandicoot gab es noch Gems. Ich habe mir schon aufgeschrieben, welche Level man komplett full clearen kann mit dem ersten Try und wo man die bestimmten Gems verbraucht und wie man die Gems eben letzten Endes bekommt. Das ist also alles vorbereitet. Ich denke mal, das erste Crash Bandicoot sollten wir problemlos durchkriegen. Ob wir Stormy Ascent machen, werden wir sehen. Nachdem ich das unspielbar gesehen habe, bin ich mir da nicht so ganz sicher diesbezüglich. Aber wir werden auf jeden Fall mal reinschauen. Und ja, wie gesagt, wir werden versuchen, das Ganze zu 100% abzuschließen. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Zumindest momentan noch. Nachdem ich 40 Stunden in einem Level gehangen habe, wird es vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber werden wir sehen. Vorerst, Ziel ist, das zu 100% durchzuspielen. Wie gesagt, ob wir es schaffen werden, werden wir sehen. Aber ja, das war's mit dem Intro. Ich weiß gar nicht, ob das Original, doch, ich glaube, das Original Crash hat definitiv ein Intro. Wenn nicht, dann wurde das vielleicht mit HD Remaster hier hinzugefügt. Ansonsten, genau, war's das für das Intro und dann entlasse ich euch in das Intro vom Game und dann sehen wir uns gleich in Game wieder. But Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This Bandicoot will be my general. He will lead my Cortex Commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him. Uh-oh. Prepare the female Bandicoot. Und damit sind wir auch schon im Game und damit nochmal willkommen zu Crash Bandicoot. Wir fangen mit dem allerersten Crash Bandicoot an und man sieht schon gerade am Detail hier, sieht genau aus wie die PS1-Version natürlich, aber nochmal wunderbar in HD gerendert. So, wir sind Crash, wir können ganz normal springen. Wir konnten uns, zumindest im Original, muss gerade selber nochmal die Steuerung durchschauen, konnten wir uns auch ducken. Das ging allerdings im ersten Teil anscheinend noch nicht und als Angriff haben wir eben hier diesen Dreher. Geht darum, in jedem Level gibt es eine bestimmte Anzahl an Kisten. In einigen Leveln können wir die von vornherein schon kaputt machen, beziehungsweise alle kaputt machen. Das ist eine der, Requirements für die 100%. Diese Akku-Akku-Maske, wenn wir eine davon einsammeln, können wir einen Treffer einstecken und danach geht es dann eben noch weiter. Wenn wir zwei haben, können wir zwei einstecken. Wenn wir drei eingesammelt haben, sind wir für einen kurzen Zeitraum unverwundbar. Und können alle Gegner eben einfach reinlaufen und platt machen. Diese Wumperfrüchte hier können wir einsammeln, die sind in den Kisten. Gibt auch verschiedene Arten von Kisten, wie die hier zum Beispiel, die können wir fünfmal anhauen. Und wenn wir 100 von diesen Wumperfrüchten haben, dann bekommen wir ein Leben dazu.
Und das ist eigentlich auch schon alles, was man wissen muss über das Game. Zumindest gerade, was mir jetzt so einfällt, aber ich denke mal, da wird noch ein bisschen was dazukommen. In späteren Games gab es natürlich ein paar mehr Features, gerade dass man so einen Bauchplatscher machen kann. Wenn ich übrigens in der Luft springen nochmal drücke, dann sieht man das hier gerade. Das heißt, ich greife gerade mal los, dann können wir so ein bisschen besser noch oder noch ein bisschen höher springen, als es momentan der Fall ist. Wir können mit Dreieck uns immer noch zeigen lassen, wie viele Kisten im Level sind, wie viele Früchte wir haben und wie viele Leben. Im Original Crash gab es ein Problem. Wenn wir den Checkpoint aktiviert haben und wir würden jetzt sterben im Original Crash, also irgendwo runterfallen oder generell einfach down gehen, dann müssten wir die ganzen Kisten, die wurden nicht gesaved, die müssten wir dann nochmal einsammeln. Das wurde jetzt hier zum Glück gefixt. Wir haben schon zwei Akku-Akku-Masken, hier ist jetzt die dritte und jetzt sind wir für einen kurzen Zeitraum unverwundbar und können einfach durch alles durchlaufen. Die Kisten machen wir damit ebenfalls direkt kaputt, das heißt einmal kurz berühren, fast übersehen und schon sind alle down. Das erste Level hier ist eines der Level, die wir direkt schon beenden können. Zuerst, genau, sollten wir allerdings hier rechts lang gehen, denn hier haben wir so eine kleine Plattform, über die wir gehen müssen. So, ich hatte jetzt, okay, jetzt haben wir unsere erste Jump'n'Run-Einlage quasi hier so. Springen gedrückt halten, wir müssen jetzt jede einzelne Kiste erwischen, wenn wir die 100% holen wollen, logischerweise. Aber nochmal ein Leben, perfekt, sehr gut. Und das gleiche müssen wir jetzt nochmal, je nachdem was hier noch vorhanden ist, auf der anderen Seite ebenfalls machen. War ja ein Split Path. Hier haben wir eine Kiste. Ich schau gerade mal. 48. Da. Okay. Haben wir hier noch eine Kiste. Aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo in den Abgrund reinrennen. Ne, okay. Hier ist anscheinend keine mehr. Das heißt, wir hoffen mal, dass noch eine... Jawohl, da vorne sehe ich es auch schon. Das wären 49 Kisten. Dafür bekommen wir dann einen, ich glaube, einen silbernen Edelstein war es. Schau mal, jawohl. Genau, sobald wir alle Kisten in einem Level gesammelt haben, bekommen wir diesen Edelstein und wir können das Level beenden. Perfekt. Und wir sehen auch unseren momentanen Completion Progress. Wir haben einen goldenen Edelstein, wir haben noch nicht den Schlüssel. Ich glaube, das war, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war für den Time Trial. 3% haben wir damit schon abgeschlossen. Das nächste Level, Jungle Rollers, ist ein Level, das wir noch nicht zu 100% abschließen können, denn da gibt es eine Edelstein-Route. Da müssen wir erst den grünen Edelstein für freispielen, den es erst in einem späteren Level gibt. Und das Level darauf, da brauchen wir einen gelben. Und das Level Boulders können wir wieder zu 100% abschließen. Okay. Es gibt auch Bonus-Stages. Wir können uns hier auch nochmal, wenn wir in die Level gehen, sehen wir links oben, okay, rechts oben sehen wir die Time Trials. Und links oben sehen wir, was wir eben schon abgeschlossen haben. Das heißt, das war das Relikt, genau. Das war kein Schlüssel, das war ein Relikt für den Time Trial. Das heißt, wir haben hier schon den silbernen Edelstein geholt, nur eben noch nicht den für Time. Und hier haben wir das nächste Level Jungle Rollers. Wie gesagt, durch die Level pacen wir erstmal durch, die wir nicht zu 100% abschließen können, weil macht keinen Sinn, wenn wir sie eh nicht zu 100% abschließen können, warum sollten wir uns dann Mühe geben, alle Kisten einzusammeln. Deswegen rennen wir hier einmal durch, nehmen uns aber trotzdem mal ein bisschen was mit, denn ab und zu so ein paar extra Früchte oder extra Leben, die können auf jeden Fall aushelfen. Hier dieses TNT sollte man normalerweise, jetzt gerade sind wir unverwundbar, aber normalerweise springt man einmal drauf, dann zählt das von 3 Sekunden runter und geht dann nach einer bestimmten Zeit automatisch hoch. Also am besten nicht reinspinnen, weil das endet meistens im eigenen Verderben. Diese Tokens, die ihr gerade seht, ich kann mal in das erste Bonus-Level reingehen. Das wäre quasi das Bonus-Level, das angesprochene, das es hier in diesem Level gibt. Und wenn wir 3 Stück von diesen Dingern, die sind in den Kisten versteckt, so wie ich das noch weiß, wenn man 3 Stück davon aufgesammelt hat, kommt man eben ins Bonus-Level. Hier wäre diese Edelstein-Route, die angesprochen. Die müssen wir abschließen, wenn wir die 100% in diesem Level holen wollen. Aber da wir den momentan noch nicht haben, ist das für uns momentan noch unmöglich. Und da oben war auch noch, habe ich gerade gesehen. Schau gerade mal. Genau, da geht es dann mit dem Edelstein nach oben. Und da werden dann, glaube ich, nochmal 2, 3 Kisten oder sowas. So viel Wissen habe ich noch. Vom Original Crash. Und ich denke mal, das ist ziemlich genau am Original Crash angelehnt. Das zumindest bisher. Ich finde auch den Soundtrack extrem gut gelungen. So, das funktioniert auch. Perfekt. Genau wie im Original Crash. Natürlich momentan hier zu Beginn, das erste Crash, es gab noch nicht so viel, was experimentiert wurde. Ist alles ziemlich straightforward. Hier haben wir jetzt die Bonus-Stage. Ich gehe mal drauf, damit ihr mal so einen Eindruck habt, wie die genau aussehen. Wenn man hier stirbt übrigens, wird euch kein Leben abgezogen, was auf jeden Fall sehr angenehm ist, denn
Die nehmen auch ordentlich zu, was, also in den späteren Leveln nehmen die nochmal ordentlich was zu an Schwierigkeit. Und am Ende gibt's jemand, der auf uns wartet, oder auch nicht. Der gute Cortex mit dem Vortex unterwegs. Und genau, alle Sachen, die wir eben einsammeln. Das ist auch schön, das wird uns angezeigt, war aber im Original Crash auch schon so. Die Chests, die wir im Bonuslevel haben, die werden uns separat nochmal angezeigt, damit wir genau wissen, okay, im Bonuslevel habe ich jetzt alles eingesammelt oder mir fehlt noch irgendwas. Hier haben wir es gerade, 3 Kisten fehlen uns noch. Ansonsten haben wir, glaube ich, sogar brav alles mitgenommen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, am Ende gibt es immer ordentlich was auf dem Dötz für den guten Crash, wenn wir irgendwelche Chests übersehen haben. Nur wie gesagt, die konnten wir momentan noch nicht mitnehmen. Den Green Gem bekommt man im Level Lost City. Das wäre in der dritten, in Anführungsstrichen, Overworld. The Great Gate. Da brauchen wir den gelben Gem. Habe ich mir vorher alles mal aufgeschrieben, dass wir da genau wissen, wo, wann und wie. Moment, ich muss gerade mal schauen. Genau, man kann das Ganze auch mit Maus und Tastatur spielen, das ist auch möglich. Ging, glaube ich, beim bei Spyro Reignited Trilogy ebenfalls. War sogar relativ machbar, aber mit Controller ist das Ganze natürlich nochmal ein bisschen besser. Und wir haben nach wie vor immer noch, ganz vergessen, immer noch 2 Akku-Akku-Masken. Von daher kriegen wir direkt immer die Invincibility. Auch hier wieder ein Bonus-Level, das wir einfach mal gepflegt ignorieren werden, denn... Wie gesagt, wir können das Level sowieso noch nicht zu 100% abschließen, von daher müssen wir uns auch keine Mühe geben, so gesehen. Es gibt übrigens im Title Screen, deswegen wurde das explizit aus dem Game hier rausgenommen, damit es nicht für die 100% zählt, kann man Stormy Ascent, das Level, was ich erwähnt hatte eingangs, kann man im Main Menu Screen für Crash 1 auswählen. Okay, für die Chest den Kollegen am besten nicht fletschen, sonst kommt ihr an die Aku-Aku-Maske nicht und an die Chest, logischerweise. Genau, die kann man im Main-Menü auswählen, sodass es schön, wie gesagt, abgespalten ist. Okay. Abgespalten ist vom Main-Game. Genau, das war so. Hier geht es ein bisschen nach unten, das heißt, hier haben wir keine Plattform. Yep. Genau. Die überleben in den Schildern, genau die hier. Sind mir ein bisschen zuwider, aber sind machbar. Okay. Und natürlich, wie wir das gewohnt sind von Jump'n'Run-Games oder auch generell Games generell, werden die Level von... Na, warte mal. Werden die Level immer ein bisschen schwerer. Oh, okay. Genau, hier haben wir den Edelsteinweg. Und das nächste Level ist ein Level, das wir abschließen können, direkt. Oh, der arme Crash! No! Okay. Naja, geht ein bisschen in die Wirbelsäule, aber der Crash kann das wegstecken, da bin ich mir sicher. Und es gibt nicht nur dieses eine Special Level, es gibt auch noch Engine Special Level. Die habe ich bisher auch noch gar nicht gesehen, deswegen bin ich mal gespannt, wie die funktionieren. So, Boulders ist ein Level, die Art von Level gibt es mehrmals. Ich glaube, mit dem hier gibt es insgesamt 3-mal in dem Game, bin mir aber nicht ganz sicher. Hier ein suffisanter Pfeil, der uns auch direkt in die Richtung weist. Und zwar werden wir jetzt hier Indiana Jones-mäßig von einem Boulder verfolgt. Der ist hier oben wunderbar schon für uns platziert worden. Ich weiß nicht, ob der Boulder automatisch die Kisten fletscht, aber wir versuchen mal unser Bestes, die komplett hier mitzunehmen, um uns nicht auf den Boulder zu verlassen. Literally Boulder Dash, ey. Spielt das überhaupt noch irgendjemand? Ich glaube weniger. Aber Musik ist sehr gut gelungen, finde ich. Hab den Original-Soundtrack von Crash gar nicht mehr im Ohr, außer jetzt natürlich die Title-Screen-Musik, die wunderbar getroffen wurde. Nur bei den restlichen Leveln habe ich keine Ahnung. Und ich habe erwähnt, die Leute haben gesagt, dass dieses Game verdammt schwer ist. Momentan, muss ich sagen, bin ich guter Dinge. Noch 2 Chests. Oder 2 Crates. Momentan bin ich guter Dinge, aber das kann sich logischerweise alles noch ändern und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich auch noch alles ändern wird hier. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Damit hätten wir alle. Ich weiß, dass in dem Teil für die PS2, Wrath of Cortex, glaube ich, hieß es, dass da gab es auch diese Lawinen-Level. Die waren ähnlich, so Chase-mäßig. Da war es so, dass die Lawine alle Chests mitgenommen hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich denke mal auch ähnlich, dass der
dass der Boulder das alles für uns cleart. Wunderbar, wunderbar, Crash. Wunderbar. Natürlich gibt es auch Endbosse. Und ich glaube, den ersten Endboss haben wir jetzt sogar schon. Wenn mich nicht alles täuscht.